Oh. Moin! Auf geht's! Welche Überraschung! Du, jetzt schon? 18 Minuten zu spät? Ja. ja, pack mal noch fertig, würde ich sagen, oder? Michas Rucksack ist ziemlich leer. Soll ich keine Kamera mitnehmen? Nee, ich habe doch mein Handy dabei. Hey, wir gucken hier nochmal kurz rein. Ich habe hier drin einen Campingkocher, einen Topf, zwei Teller, Geschirr. Teller habe ich. Eine große Tasse, falls wir eine Suppe essen wollen. Schüsseln habe ich auch, Besteck habe ich. Ja, Besteck. Genau. Ja. Besteck ist hier. Und auch so Döschen. Um einen falls man hat. Sehr gut. Micha plant Urlaub für 2 Wochen. Hey, gar nicht. Okay, los geht's. Auf geht's. Auf hier. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen österreichisch lernen. Grüß dich. Ja, wir haben ja noch gar nichts gesagt, wo wir eigentlich hinwollen. Ach so. Ja. Jetzt habe ich es ein bisschen gespoilert. Gespoilert, genau. Oh nein, jetzt können also erste Station ist jetzt erstmal. Ups. Erste Station ist jetzt erstmal Campingstühle kaufen. Genau. Und dann machen wir uns auf die Autobahn und fahren Richtung Österreich. Plansee. Genau. Österreich. Österreich. Ja. 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 Halt. Ja. So, erster Ladestopp. Nicht weil Akku leer, sondern weil Blase voll, Papa muss Pipi. Ja, David, erzähl mal, was war dein schlimmstes Erlebnis gerade? Naja, mal wieder eine Ladestation, die nicht funktioniert hat. Weder mit Karten, 2 verschiedene NFC-Karten nicht funktioniert und auch mit der App nicht funktioniert. QR-Code nicht gültig, da drauf steht Super Service Aeon Drive. Super. Ja, die nächste Ladestation ist aber nur 15 Minuten entfernt und da fahren wir jetzt mal hin. Ja, wir hätten ja auch, wie gesagt, noch nicht laden müssen, aber es ist jetzt kurz vor 1 und wir haben langsam Hunger. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Deswegen hätte das jetzt auch gut gepasst. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Und wenn wir das Auto dann voll geladen haben, weil wir eben ein bisschen länger wahrscheinlich sitzen, um zu futtern, dann kommen wir dann mit der Ladung auch zum Ziel und dann passt das. So kompliziert kann es gehen. Wir sind jetzt hier am Plansee. Hier ist unsere erste Fotolocation. Wir haben uns jetzt schon einen Campingplatz rausgesucht, den wir jetzt gleich ansteuern wollen. Vorher wollen wir nochmal das Auto laden und dann heute Abend nach dem Zeltaufbau dann hochgehen auf die Location und dort unsere ersten Fotos machen. Das ist mit einer kleinen Wanderung verbunden, stimmt. So, wir sind am Ziel, wir sind in Reute. Wir haben einen kleinen Spaziergang vom Auto gemacht, was gerade lädt und haben hier einen zuckersüßen kleinen See entdeckt. Das ist jetzt nicht der Plansee, nicht, dass ihr das irgendwie jetzt verwechselt. So, wir sind jetzt angekommen hier auf unserem Campingplatz in Reute. Auto da, riesige Isomatte hat Micha mitgeschleppt, die einfach mal 4-mal so groß ist wie das Zelt, was der Herr im Haus jetzt mal fix aufbaut. Zeig mal unser Reich. Unser Reich, ja, warte. Geht auf. Oh, sieht auch wie echt gemütlich aus. Ne? Ja, so haben wir jetzt vorbereitet. Und jetzt geht's weiter. Wo machen wir hin? Wir sind noch am Diskutieren, was wir nun machen. Ob wir jetzt dann hochwandern. Wir haben halt nachts um 9 da oben.
Also es geht um so einen Aussichtspunkt am Plansee. Genau. Oder ob wir halt so einen Wasserfall fahren und morgen früh da hochwandern. Morgen früh halt wieder um 3 heißen. Das ist immer so blöd. Echt noch eine schwierige Entscheidung, die uns gerade jetzt hier noch im Hause steht. Fahren wir jetzt erstmal zu den Wasserfällen, oder? Was hast du denn da für einen geilen Rucksack auf deinem Rücken? Ich? Ja, wer? Du, wer sonst? Das ist der PGY Tech One Mo 2 mit 35 Litern. Aber was hast du da Cooles? Das ist ein kleiner Käfer. Der hält meine Kamera. Nice. Damit bin ich immer gut unterwegs. Richtig nice hier, oder? Ja. Was denkt ihr so, Look mit Cap oder ohne Cap? Bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Micha sagt, sieht aus wie amerikanischer Trucker. Ja. Und Micha sieht aus wie deutscher Hipster. Damit hat er halt jetzt diese hier mit diesem runden. Und ich finde, das macht halt diesen Look nochmal ein bisschen mehr. Ja, das stimmt. Oh, guck mal hier runter. Wow! Das ist nice. Zwar nicht so viel Wasser, wie man denken könnte, aber hat schon was. Ich hoffe, das sind jetzt nicht die ganzen Stubenfälle. Was Micha gerade sagen wollte, ich habe jetzt die Cappies mit den runden Kappen, das macht diesen Trucker-Look aus, ja, gebe ich ihm recht, aber die runden Cappies, die sind viel bequemer als die normalen Snapbacks. So, wir sind dumm und erstmal vermutlich vollkommen in die falsche Richtung gelaufen und suchen jetzt mal nach den richtigen Wasserfällen. Aber zu unserer Verteidigung, man muss auch sagen, bei Google Maps sind halt immer so viele Punkte mit falschen Bildern dann einfach drin. Ja, stimmt. So, ich denke, wir haben jetzt den richtigen Weg gefunden. Hier geht es auf jeden Fall nach unten. Und das ist ziemlich zügig. Und uns kamen auch Leute in nasser Canyoning-Ausrüstung entgegen. Und daher sind wir gute Dinge, dass wir jetzt in der richtigen Richtung unterwegs sind. Und man hört auch schon ein bisschen Wasser, oder? Psst. Gut, wir haben uns gerade das erste Mal gestritten, weil die Gegenlichtblende hier noch drauf war. Verkehrt rum. So schnell kann es gehen. Damals hast du mir eingepackt, ich habe sie jetzt noch draufgeschraubt. Wer ist dran schuld? Ich. So geht's nicht. Ja, wir haben jetzt hier ein paar schöne Fotos gemacht, auf jeden Fall an diesen Wasserfällen. Wir haben hier hinten so ein geiles Panorama mit so einem richtig schönen, zackigen Berg in der Mitte. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht. Oh, es sieht ganz gut aus. Und mal gucken, wie wir die Silhouette eingefangen haben. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter runter und probieren, ein bisschen auf den Wasserfall ins Licht zu setzen. Wo wollen wir am besten rüber? Hier rüber springen, auf den großen Stein. Ja, da wir laufen noch vor. Oder dort drüben. Ah, da vorne wird es dann nochmal tiefer. Sieht riskanter aus. Ja, sieht tiefer aus. Ich glaube, hier ist am einfachsten. Oder halt dort einfach durchs Flache. Profi mit Gegenlichtblende rückwärts drauf. Ja, wir haben jetzt ein paar Aufnahmen gemacht, sind auch richtig gut dabei rumgekommen, würde ich sagen. Wir haben auch gleich ein paar Storys gleich gemacht für unseren Sponsor, denn dieser Trip hier wird nämlich gesponsert von PGY Tech. Na, haben wir schön der Devil-Shot gemacht? Ja, ganz geil, oder? Und gar nicht gefährlich. Alter, geht das weit runter. Das ist locker 1,50 Meter. Stimmt.
So, die Mavic 3 Pro kommt zum Einsatz. Micha war gerade verblüfft über die hohe, schiere Größe dieser Kameraeinheit. Zieht euch das mal rein, einfach mal drei Kameras. Und natürlich schöne Freeway-Filter davor. Das müssen wir noch ordentlich einstellen. So. Und dann können wir gleich loslegen. Der David, der macht jetzt seine Drohnenaufnahmen und er hat gesagt, Drohnenaufnahmen von Wasserfällen findet er übelst geil. Ja. So, wir sind wieder zurück beim Parkplatz. Akku von der Vlogging Cam ist leer, deswegen muss es jetzt mal das iPhone tun. Und was haben wir jetzt vor? Wir wollen jetzt nochmal zu dem Plansee. Zum Plansee ganz vorne an die Nordspitze fahren und dort nochmal ein bisschen mit der Drohne rumfliegen. Ja, für mehr reicht es nicht mehr. Und vielleicht noch eine Timelapse machen vom Sonnenuntergang. Der ist nämlich wieder erwartend ziemlich schön. Genau unter den Wolken durch. Sieht echt auf jeden Fall richtig gut aus. Ich hab mal die Decke abgemacht. Welches auch für einen besseren, Durchblick. Also Sonnenuntergang war jetzt nicht mehr so das Wahre, aber... Wir haben noch eine coole Location ausgecheckt für morgen, sodass wir keine 5 Stunden wandern müssen, sondern nur 1,5 oder 3. Da sind wir uns noch nicht ganz einig. Und es ist Sonnenaufgangslocation. Wir werden sie euch auf jeden Fall dann noch ordentlich präsentieren, und zwar morgen und dann auch, wie man da hinkommt und sowas. Mit den ganzen Details, wie wir es eigentlich immer machen. Ja? Genau, und jetzt sind wir noch kurz das Auto laden und wir nutzen die Zeit und ja... Wir bauen uns hier was Kleines auf und essen Abendbrot, während das Auto lädt. Siehst du, das kannst du nicht machen, wenn du Benziner hast. Ja, schön an der Tanke zwischen den ganzen LKWs. Ja, jetzt gehen wir noch das Geschirr waschen. Muss auch sein, gell? Ja. Und Hausarbeit macht? Michael, es ist 22:04 Uhr, danach gehen wir ins Bett. Aber es gibt natürlich noch eine kleine gute Nachtgeschichte. Ja? Wir nehmen euch noch mal mit in unser schickes Zeltchen dort. Ich bereite schon mal alles vor. Die Kamera läuft die ganze Nacht, damit ihr auch seht, dass er mich ja nicht anfasst. Zweimal er. Hm. Danke. Das Beste, was man sehen kann am Tag. Ja. Wird jetzt unangenehm. Das wird unangenehm, bitte. Ach, kannst du bitte noch mal rausspucken? Das würde ich gerne noch mal aufheben, wie du ausgespuckt hast. Ja, bitte nicht. Jo, jetzt haben wir alles fertig. Alle waren noch mal auf dem Klo. Und jetzt wird geschlafen. Und genau. Früh geht's los zum ersten richtigen Ausflug. Aber das war doch jetzt auch schon ganz schön. Das auch mega Bilder jetzt gerade nochmal. Ja, auch vom Sonnenuntergang. Genau, das war auf jeden Fall richtig cool mit dem Bootshaus dort. War richtig cool, aber morgen wird halt mal, ja, wird halt der erste richtige Ausflug, finde ich. Ja, und wir haben jetzt noch kurz so quasi die Location ausgecheckt, wo wir dann hinwollen. Mal sehen, wir nehmen euch auf jeden Fall mit, wie gesagt. Wir markieren euch das dann auch auf einer Karte und so, wo wir da waren. Und ihr seht, jetzt sind wir in unserem luxuriösesten Zelt der Welt. Schön im Schlafsack eingemummelt. Heute Nacht soll es 7 Grad werden.
Ja, wird kalt. Wir kuscheln. Nee, nur mit uns selbst. Okay, gute Nacht. Gute Nacht.